Ebenfalls im Stadtrat vorgestellt wurde am Dienstagabend der erste Entwurf zur künftigen Gestaltung des Konrad-Zuse-Computermuseums in der Bonhoeffer Straße. Demnach soll die Ausstellung wie ein Automat mit unterschiedlichen Ebenen aufgebaut werden. Im Vordergrund stehen interaktive Elemente, die generationsübergreifend Zuse als Erfinder, Künstler und Unternehmer näherbringen sollen, hieß es vom Planungsbüro. Sonderausstellungen und Veranstaltungen sollen zu häufigeren Besuchen anregen. Die Ausstellungsgestalter sehen im Standort zwischen Alt- und Neustadt ein großes Potenzial für das Museum und gehen davon aus, Besucher aus einem größeren Umkreis bis nach Berlin für die Ausstellung zu interessieren.